Wie wird man Geistheiler? Es gibt verschiedene Formen von Geistheilung und in dem Beitrag geht es um eine reine Form. Rein bedeutet, es sind keine anderen Wesen mit involviert und es ist auch keine eigene Absicht involviert. Es gibt ja Geistheilung, wo man als Kanal dient für ein Wesen in einer höheren Dimension. Und das, was ich beschreibe, ist, kann man vielleicht eher als Energieheilung oder Prana-Heilung bezeichnen. Diese Form ist unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, man kann damit auf alles einwirken, auf Menschen, die weit weg sind, auf Menschen in der Vergangenheit, auf Menschen in der Zukunft. Man kann damit einwirken auf Orte, auf bevorstehende Ereignisse, auf Umstände, auf abstrakte Probleme, auf alles, alles, was im Geist erscheint. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Das kann jeder Mensch und das macht mehr oder weniger auch jeder Mensch. Es bedeutet nur, dass man seine Aufmerksamkeit fokussiert und diese Fokussierung findet über den Punkt zwischen den Augen statt, da wo der Konzentrationspunkt ist. Von dort richte ich meine Aufmerksamkeit auf etwas, was oder auf jemanden, der Unterstützung braucht oder möchte. Und wenn du das ein bisschen geübt hast, dann wirst du feststellen, dass diese Aufmerksamkeit an sich schon alles ist. Das ist Bewusstsein, Energie, Liebe, Heilung. Und je mehr du das trainierst, und je mehr du daran glaubst, desto mehr Wirkung hat es. Und es ist in Wirklichkeit sehr mächtig. Worum es dann geht, ist nur zu schauen, nur dahin zu schauen, von innen heraus. Und damit ist keine eigene Absicht involviert. Das heißt, es geht nicht darum, Ideen damit einzubauen oder Veränderungen zu wünschen, sondern bei dieser Arbeit überlassen wir sozusagen der universellen Ordnung, was mit der Energie geschieht. Also es geht nicht darum, Symptome direkt aufzulösen, sondern wir geben dem Objekt oder dem Menschen diese Aufmerksamkeit und Vertrauen darauf, dass der Organismus diesen diese Energiezufuhr bestmöglich selbst nutzt, also selber entscheidet, wo das hinfließt und wie das genutzt wird. Und manchmal ist es sehr erstaunlich. Ich habe zum Beispiel das mal mit jemandem gemacht, der ein physisches Krankheitssymptom hatte und statt das Krankheitssymptom direkt aufzulösen, hat der Organismus, ohne dass der Mensch das selber so bewusst gemacht hat,
dazu genutzt, die gesamten Lebensumstände auf den Kopf zu stellen. Das heißt, die kranken oder die ungünstigen Lebensumstände, die zu dem Symptom geführt haben, die wurden aufgelöst, die wurden verändert, und zwar dramatisch. So, das heißt, die Energie hat den bestmöglichen Weg gefunden, und nur das Symptom aufzulösen, hätte die Ursache gar nicht berührt. Und somit war das faszinierend zu sehen, dass direkt die Ursache dadurch gelöst wurde, ohne dass irgendjemand daran gedacht hat oder das vorhatte. Das reine Schauen von innen ist das, was heilt. Und wenn du das ausbauen willst, dann geht es natürlich darum, Meditation zu üben. Das ist letztlich Meditation, die gerichtet wird. Wir haben also nicht in der Hand, was da passiert oder wie genau das passiert, aber wir können uns so gegenseitig unterstützen. Und das geht über Kontinente hinweg. Also ich habe das selber schon gemacht mit Menschen, die sehr weit weg waren. Und es funktioniert, es kommt an. Wenn du das machen möchtest, lass die eigenen Ideen raus, sondern schau einfach vom Innen, mit dem Geist. Schau mit dem Geist dorthin, und mehr ist nicht zu tun. Gut ist, wenn du Feedback bekommst. Also zum Beispiel, mach das mit einer Freundin oder mit einem Freund und lass dir berichten, wie das wirkt. Und das ist wirklich, das kann man machen. Lass dir das erzählen und du wirst sehen, dass das ankommt. Und dann hörst du so Sachen wie, wow, ja, ich habe mich auf einmal total tief entspannt gefühlt, oder es kam ein tiefer Frieden über mich, oder ich habe Licht gesehen. Und du wirst verblüfft sein, wie das wirkt. Und auch in die andere Richtung, wenn du das mit dir machen lässt, wirst du erstaunt sein, wie das wirkt, was das für eine tiefe Wirkung hat, wie schön das ist. Und das kann wirklich jeder machen. Da muss man keine speziellen Fähigkeiten haben. Für die rechtliche Absicherung in Deutschland, da musst du natürlich, wenn du das professionell anbieten willst, musst du vorsichtig sein. Dazu empfehle ich dir mein anderes Audio, wie wird man Heiler, oder das Video dazu. Da habe ich das beschrieben, wie das am besten geht, dass du rechtlich abgesichert bist. Und solange du das natürlich nur privat nutzt, spielt es keine Rolle. Wenn du es anbietest und für Geld oder auch nicht für Geld, musst du vorsichtig sein, dass du dich nicht in den Bereich der Heilkunde bewegst oder den Eindruck erweckst. Und mit ein bisschen Übung kannst du dich dann auch mit mehreren zusammensetzen und praktisch Heilkreise bilden. Das heißt, dann machst du das nicht alleine, sondern ihr macht das dann im Kreis und bündelt das auf ein Objekt oder auf einen Ort oder auf einen Menschen. Und dann hat das natürlich noch eine viel größere Wirkung. Wichtig ist, die eigenen Wünsche und Ideen da rauszulassen. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Das ist Energielenkung. Der Verstand muss da komplett draußen sein. Wenn du ein Gefühl bekommen möchtest dafür, was es bedeutet, den Geist zu lenken oder Energie zu lenken, beziehungsweise mit dem Geist zu schauen und den geistigen Blick zu lenken, dann schlage ich dir eine kleine Übung vor. Und die sieht so aus, dass du die Augen aufmachst und den Blick fixierst. Das heißt, du bewegst weder den Körper noch die Augen. Und dann lässt du die physischen Augen einmal nach links rotieren und einmal nach rechts rotieren. Das heißt, du machst eine Bewegung mit dem physischen Körper, mit den Pupillen. Du guckst also
ganz langsam im Kreis, einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Dann fixierst du wieder den Blick und bewegst den Körper gar nicht mehr. Und jetzt, ab jetzt geht es nur noch um den Geist, um die Wahrnehmung. Das heißt, du guckst gerade nach außen, nach vorne, du guckst gerade nach vorne und beginnst nun die Aufmerksamkeit von dem, was du wahrnimmst, abzuziehen und auf das Blickfeld als Ganzes zu richten. Also, was du ja normalerweise im Fokus hast, sind einzelne Objekte. Und jetzt richtest du die Wahrnehmung auf diese runde Scheibe, die dein Gesichtsfeld ist. Und du wirst feststellen, dass das, was wir sehen nennen, oder das, was du siehst, ist ein runder optischer Eindruck, der im Geist erscheint. Und mit festgehaltenem physischen Blick richtest du nun deine Aufmerksamkeit auf die linkere obere Ecke dieses Sichtfeldes. Und das machst du aber nur mit dem Geist. Das heißt, du verlagerst den Fokus deiner Aufmerksamkeit nach links oben, lässt aber die Augen unbewegt. Und dann wanderst du mit deiner geistigen Fokussierung einfach nach rechts oben. Und daran siehst du, wie du den Geist lenken kannst. Du kannst es nach rechts unten mit dem Geist schauen, ohne die physischen Augen zu bewegen. Und der Schwerpunkt deiner Wahrnehmung wandert nach rechts unten. Und all das findet nur im Geist statt. Dann noch nach links unten. Dann wieder in die Mitte. Und das Blickfeld hat sich nicht geändert. Die Augen ändern sich gar nicht. Und jetzt kannst du weitergehen. Du kannst zum Beispiel den geistigen Blick jetzt ganz von diesem Sichtfeld abziehen und zum Beispiel einen halben Meter über den Kopf richten. Und dann einen halben Meter hinter die Brust. Dann einen halben Meter unter die Füße. Dann einen halben Meter links neben der Brust. Und einen halben Meter rechts neben der Brust. Und jetzt kannst du noch schauen, ob du alles auf einmal wahrnimmst als Kugel. In alle Richtungen gleichzeitig. Und dann kommst du wieder nach vorne in den Mittelpunkt des physischen Blickes und verschmilzt wieder deine geistige Wahrnehmung, deinen geistigen Blick mit dem Fokus des physischen Blickes. Und anhand dieser kleinen Übung kannst du sehen, dass du den Geist überall hinlenken kannst. Das war jetzt nur innerhalb der physischen Ebene, aber genauso kannst du den Blick sogar ganz aus der Physis herausnehmen und in die Vergangenheit oder in die Zukunft lenken.